Ich bin definitiv ein Stadtmensch. Warum? Weil immer, wenn ich aus Berlin rausfahre, denke ich mir so, Gott, was mache ich hier? Wann kann ich wieder zurück? Ich bin der Stefan, ich bin 37 Jahre alt und ich wohne hier mit meinem kleinen Hund Willi, der hier unten liegt. Ich weiß nicht, ob ihr ihn sehen könnt. Und ihr seid heute zu Gast in meiner Wohnung. Ich mache gerade eine Weiterbildung zum Webdeveloper. Davor in der Architektur- und Design-Szene gearbeitet. Ich glaube, daher kommt das, dass meine Wohnung so schön ist. Einrichtung bedeutet für mich, Wohlfühlfaktor, zu Hause fühlen und auch gerne Leute hier empfangen und Gäste hier haben, so wie euch heute. Was ich an der Stadt liebe, naja, also ich fall hier aus dem Haus, ich habe mein Lieblingscafé 3 Häuser weiter, ich habe ein Restaurant 4 Häuser weiter, das nächste Lieblingscafé sind 10 Häuser weiter, ich kann fußläufig in 4 Kinos laufen, ich habe ein Einkaufszentrum nebenan. Also man hat einfach 1000 Möglichkeiten, sei es jetzt Kino oder auch mal Theater oder einfach nur am Ufer vom Kanal lang spazieren. Man hat wahnsinnig gutes Essen in Berlin aus verschiedenen Nationalitäten und ich muss sagen, das liebe ich am Stadtleben. So, und jetzt starten wir die kleine Tour durch meine Wohnung. Mein Wohnzimmer bedeutet für mich einmal, es ist der Raum zu meinem Balkon. Ich liebe meinen Balkon. Ich esse hier mit Freunden oder auch alleine. Und mein Sofa ist einfach der bequemste Ort der Erde. Da liege ich einfach am liebsten den ganzen Tag rum und schaue mir Filme und Serien an. Also meine Lieblingsecke, das ist diese Seite. Das ist meine neue Lieblingsecke, muss man dazu sagen. Weil ich so ein bisschen leid war, die ganze Zeit nur Filme auf meinem iPad zu gucken. Das stand dann immer hier. War nicht so optimal, habe ich mir hier einen Fernseher an die Wand gemacht und dieses Sideboard, wie gesagt, das ist niegelnagelneu. Und bei dem Fernseher war mir wichtig, dass es nicht einfach eine schwarze Fläche ist, wenn er ausgeschaltet ist. Deshalb habe ich mir einen gekauft, auf dem man im ausgeschalteten Zustand ein Bild anzeigen kann. So ist es nicht nur ein Fernseher, sondern auch noch Kunst. Mein absolutes Lieblingsmöbelstück ist dieser Tisch hier. Den habe ich mir von einer Designerin anfertigen lassen, weil ich keinen gefunden habe, der mir gefallen hat oder die immer viel zu teuer waren. Und lustigerweise war ich in einem Café. Es hat ganz neu aufgemacht und ich habe die einfach gefragt, woher die ihre Tische haben, weil die hatten so einen ähnlichen dort. Und dann haben sie mir den Namen von der Designerin genannt. Die hat mich dann tatsächlich über mein Instagram-Profil sowieso angeschrieben. Lustiger Zufall, weil ich das Café gepostet habe und dann sind wir so ins Gespräch gekommen und ich habe sie gefragt, ob sie mir auch so einen Tisch gestalten kann. Und dann war das so ein Prozess, der ging über ein paar Wochen, wie wir dann den Stein ausgesucht haben und die Farbe für den Fuß. Also das habe ich alles selber zusammengestellt und jetzt ist dieser Tisch bzw. diese ganze Ecke ist eigentlich meine absolute Lieblingsecke mit der Lampe. Neue Stühle müssen irgendwann noch kommen, aber an sich der Tisch, da ist mein ganzer Stolz und ich liebe den ganz besonders. Bleibt gerne dran bis zum Schluss, dann zeige ich euch noch mein neu eingerichtetes Homeoffice. Hier sind wir in meiner Küche und ich muss gestehen, ich habe diese ganze Küche selbst geplant und selbst aufgebaut. Ich wollte auch hier nicht einfach eine weiße Küche haben, sondern habe mich hier für eine Eichenholzfront entschieden, weil ich fand, das hat einfach ein bisschen mehr Charme, ein bisschen mehr Charakter und auch ein bisschen mehr Wärme. Der Aufbau, naja, es ist ja immer so bei so Projekten, man denkt sich, ach, das machen wir an einem Wochenende, am Ende waren es dann 3 Wochenenden, die Lieferzeit für die Küche war auch nochmal mit drin, also am Ende hat es dann irgendwie 3 Monate gedauert, mit Lieferzeit, bis die Küche endgültig so stand, wie sie stand. Aber ich finde, das hat sich gelohnt, das ist ein super gemütlicher Raum und ganz oft stelle ich mir sogar einfach den Stuhl hier rein und esse hier am Tresen mein Abendessen. Am meisten Wert lege ich in der Küche auf sehr viel Stauraum und darauf, den Stauraum möglichst zu kaschieren, damit man nicht sieht, was man in der Küche rumstehen hat. Deshalb habe ich überall geschlossene Schränke und habe eigentlich nur dieses kleine Regal hier auf der Seite, was offen ist für Deko. Mich würde total interessieren, was ihr für Erfahrungen beim Küchenaufbau gemacht habt. Schreibt es einfach unten in die Kommentare dazu.
Hier sind wir in meinem Schlafzimmer und hier sieht's aus, wie es aussieht, weil ich, wie in den anderen Räumen auch, ja sehr gerne moderne Möbel, wie zum Beispiel das Bett oder den kleinen Nachttisch hier, mit Vintage-Möbeln kombiniere, weil ich finde, so ein alter Kleiderschrank gibt einfach noch mal ein bisschen mehr Charme her als irgendwie so ein modernes, langweiliges Stück. Welches Feeling mir fürs Schlafzimmer besonders wichtig war, ist eigentlich ganz einfach. Ich finde, das muss so ein bisschen wie so eine kleine Höhle sein, ohne jetzt bedrücken zu müssen. Deshalb habe ich hier auch sehr warme, erdige Töne gewählt und habe hier auch diese dunkle Decke im Schlafzimmer gemacht. Hier sind wir jetzt endlich in meinem Homeoffice. Habe ich mir erst vor kurzem eingerichtet, weil ich jetzt neuerdings dauerhaft zu Hause arbeite. Und auch hier habe ich ein bisschen darauf geachtet, schöne Farben zu haben. Hier ein bisschen Farbe, das Bild ist ein bisschen farbig. Mit sehr vielen Pflanzen und mit sehr viel natürlichem Licht. Mir ist es besonders wichtig, viele Pflanzen am Arbeitsplatz zu haben, weil ich finde, das ist ein bisschen was Lebendiges. Im Gegensatz zu dem meistens ein bisschen Trockenen, was man dann doch bearbeiten muss am Computer. Und dann, finde ich, hilft so eine Pflanze oder auch ein kleiner Blumenstrauß einfach ein bisschen die Stimmung aufzuhellen. So, das war's auch schon von Willi und mir. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ihr da wart und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren.